Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin HI. Freunde, es gibt wieder ein Update für meinen Umzug. Ich muss mal eben Kaffee ist einfach so geil. Update für den Umzug, genau. Ich habe mich jetzt ein paar Mal hin und her erkundigt, was alles geht. Container, Schiff, Flugzeug, Fähre. Ja, und ich denke, das Beste für, auch für die Tiere ist die Fähre. Dazu brauche ich allerdings dann ein Fahrzeug, wo die drin bleiben können. Denn die Unterbringung an Bord ist, glaube ich, nicht so nett. Auch für mein Zeug brauche ich ja dann ein Fahrzeug. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir einen preiswerten Bus mit wenig TÜV, lade da mein Zeug rein, fahre da drüber, melde den Wagen ab und fertig. Dann kostet mich das 700 Euro für die Fähre und den Bus. Oder aber es findet sich jemand, der Bock hat, das mit mir zu machen und der hierher kommt mit so einem Bus, mein Zeug einlädt mit mir und dann mit mir rüberfährt und dann wieder zurückfährt. Das wären dann mindestens zweimal 700 Euro Fähre und Zeit und Sprit für den Fahrer, soweit das anfällt. Ja, wenn ich das so zusammenrechne, dann denke ich, ergibt sich für den Bus, sagen wir mal so 1000 Euro als Kaufpreis und dann wäre ich eigentlich ungefähr gleich, so oder so. Für den Bus, ich muss meine Gear da reinladen und dann den Boden und Akkus, das sind schon 1300 Kilo. Na, dann habe ich nicht mehr arg viel schwere Sachen, allerdings noch ein paar Sachen. Und ich rechne mal, ich brauche auf jeden Fall eine Zuladung von 2 Tonnen. 1,9 bis 2 Tonnen. Das muss der Bus können. Und dann, ich gehe jetzt mal davon aus, ein Bus ist 1,80 breit und 1,80 hoch. Nehmen wir mal an, dann sollte der schon so 3,5, 4 Meter lang sein, damit meine Tiere da drin entsprechenden Raum haben. Je länger der Bus ist, umso besser für die Tiere. Ja. Ich suche also möglichst hier aus dem Raum, nicht unbedingt aus Deutschland, aber je nachdem, was das kostet, auch aus Deutschland, einen Bus zu kaufen oder entsprechend den Bedingungen oder Möglichkeiten, damit jemand hilft mit seinem Bus gegen entsprechende Kosten, das muss man dann im Einzelnen besprechen. Ja. Soweit, das ist, was den Umzug betrifft, also jetzt mal der nächste Schritt. Ich muss so einen Bus finden und das möglichst bis Mitte Oktober, Ende Oktober, weil jetzt beginnt hier schon die Regenzeit. Ich habe gestern schon zu wenig Strom auf den Batterien gehabt, weil die Sonne kaum noch in dieses Tal scheint. Ja, und das ist einfach ätzend. Deshalb eigentlich so bald wie möglich, aber ich muss halt noch ein paar Sachen erledigen. Deshalb wird das bei mir mindestens Mitte Oktober, bis ich weg kann. Aber dann würde ich auch demnächst, dann bald. Naja, meine Erfahrung ist ganz gut, dass meine Aufrufe hier in der Regel irgendwo auf ein offenes Ohr treffen. Vielleicht hat jemand so einen Bus über. Dann zu meinem anderen Kanal. Ich habe, wie ihr wisst, eine Sperre. Dauert noch ein paar Tage. Wundert euch also nicht, wenn dieses Video nochmal hochgeladen wird auf dem anderen Kanal, sobald der freigeschaltet ist. Da habe ich natürlich einen wesentlich größeren Bereich, mit dem ich Leute erreichen kann. Ja, wegen der Sperre und der merkwürdigen Gebaren, die YouTube zurzeit drauf hat, sind wir mal wieder am Überlegen, ob wir uns einen Anwalt nehmen. Weil das ist natürlich, die können nicht behaupten, ich will Drogen verkaufen. Einfach so, ich will Drogen verkaufen. Behaupten die einfach. Das ist echt üble Nachrede im Grunde genommen.
Ja, wenn sie das öffentlich tun würden, würde ich sie anzeigen wegen übler Nachrede. Die sollen mir mal zeigen, wo auf meiner Seite irgendwas Illegales gehandelt wird. Das ist ja Frechheit, ist das echt. Naja, gut. Bin mal gespannt, was das wieder kostet. Die letzte Klage hat uns 8.000 € gekostet und war für die Katz, beziehungsweise für den Rechtsanwalt. Erreicht haben wir nichts. Ich denke, da war die Sachlage auch ein bisschen zweifelhafter. Ich weiß nicht, jetzt kommt mir das eigentlich ziemlich eindeutig vor. Die Lügen. Mit dieser Lüge begründen die die Sperre meines Kanals. Also, das ist wirklich eine Frechheit. Nun denn, soweit. Ich will es nicht so lange machen. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende. Stay high.